Hallo, meine belohnungsabholenden Kathedralbesucher und herzlich willkommen zurück zu weiteren lauschig-flauschigen Grünchen hier bei 7 Days to Die. Oh, hier habe ich ein bisschen Munition verballert, sehe ich gerade. Ab und zu kam immer wieder ein bisschen Sombo-Besuch. Ich habe dann gestern Abend angefangen, so ein bisschen hier drinnen zu arbeiten. Ich habe jetzt kein Nitratkohle besorgt, sprich wir konnten jetzt kein Schießpulver bauen. Aber ich hatte mich hier hinten ein bisschen gewidmet. Guck mal, da habe ich alles ein bisschen abgebaut. Auch einen ganz einfachen Trick gemacht. Ich habe nicht zu viel gemacht, sondern ich habe da oben das gelöst, habe da das gelöst und habe unten das weggelöst. Dadurch ist alles runtergefallen und danach kriegst du das ganz schnell abgebaut. Das ist dann ja ganz gechillt. Und habe mich auch hier drinnen dann die ganze Nacht weiter beschäftigt. Denn erstmal, wir haben ja jetzt hier das vergrößert. Ich habe hier und hier noch eine Schmiede extra gebaut. Hier machen wir Zement, hier ist Messing und Blei erstmal drin und hier machen wir unser Eisen dann. Da brate ich auch schon alles ein, was wir bis jetzt haben. Also da läuft noch ein bisschen was, da kommt auch eine Menge raus. Ist aber immer noch nicht genug. Des Weiteren habe ich mich hier mal ein bisschen gewidmet. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier so ein bisschen mal klar Chip gemacht. Denn ich habe mir überlegt, ich möchte das Ding wirklich so gerne als meine Bude dann machen. Ich werde hier das alles so ein bisschen weiter aufdrögen, dass wir hier komplett das als Bude reinmachen. Vergrößern wir dann auch unseren Raum, können wir so extra Räume machen. Und dann möchte ich ungefähr hier beginnend nach oben hin einen Turm rausbauen aus dem Gebirge. Weil wir ganz oft doch haben, dass sie da oben sind. Und wenn ich da oben dann so einen Turm hinsetze, kann ich sie ja vielleicht zum Turm locken, wodurch wir sie dann dort abarbeiten können. Das ist so ein bisschen mein Ziel. Sprich, wir werden dann hier das alles noch ein bisschen freiräumen. Hier so, Wand, hier das bisschen leer, clear, so, dass es alles so in dem Rahmen ist. Dass dann in der Höhe, hier oben, wie ihr dann sehen könnt, so, dass wir hier dann unsere, ja, uns weiter aufbauen können, ne? Hier weiter rum. Hier sieht man noch, hier ist alles schon vorbereitet. Hier bis da hoch. Alles schon frei. So, dann machen wir das bis hier hin, habe ich mir überlegt. Ich weiß noch nicht, ich glaube, hier müssen wir noch die eine Ecke da ausschlagen. Und dann geht das hier weiter. Ja, also hier in die Richtung erstmal weiter. Bis da hinten rein. Dann hier ein bisschen rum. Bis hier hinten rein. Dann haben wir einen riesengroßen Raum. Was wir hier draus später noch machen und alles, das werden wir ja dann noch sehen. Aber das wird dann so unsere Haupträumlichkeiten später werden. Und dann bauen wir hier so ungefähr dann hoch, weil wir da oben ja auch noch ein bisschen Blei haben. Dann können wir auch doppelstöckig irgendwann dann bauen, wenn es noch mehr Platz ist. Und dann gehen wir weiter oben hinaus. Hier brauche ich euch noch nicht viel machen. Ich werde euch dann dabei halten, wenn ich dann so ein bisschen hier anzeichne. Und, beziehungsweise ich habe das jetzt schon gesehen, wie wir das machen wollen. Ihr wisst Bescheid. Ich werde dann euch wieder zuhören, wenn wir den nächsten Bereich erreichen. Heute haben wir uns gesagt, machen wir erstmal, ja, zwei Diamanten sind rausgekommen, weil ich aber auch nicht viel Erz gesammelt habe, weil hier war mehr Stein halt. Stein war massig. Guck dir das mal an, was wir hier noch drin haben. Und ich habe hier immer noch Stein drin. Also Stein ist sehr viel. So, genau. Hier habe ich auch schon nochmal vorbereitet. Nehme ich schon für 12.000 von Bruchsand. Wir werden jetzt gucken, dass wir sobald wir nämlich auf 12.000 Zement kommen. Und sobald wir nämlich da sind, können wir 12.000 Dings machen. Ja, genau, Zement. Betonmischung. So, jetzt haben wir's. Das ist so das Ziel bis jetzt. So, kann man das hier noch reinpacken? Das können wir reinpacken. Und dann würde ich sagen, wir machen uns heute als Ziel erstmal, fahren wir nach ganz unten. Von ganz unten fahren wir dann immer nach und nach hoch. Also wir werden jetzt nach unten zur Handelsroute fahren. Machen wir hier die Tür auf. Die müssen wir mal übrigens reparieren. So ist gerade hier ziemlich schon, arg kaputt. So. Sprit und Co. haben wir ein bisschen da. Ach ja, warte mal, ich habe ja wieder ausgelockt und eingeloggt. So, wie fahren wir denn am besten? Ich muss mal ganz kurz gucken, Karte auf. Also wir könnten, das auch mal machen können, wir könnten den Weg hier mal so entlang düsen. Und dann biegen wir hier rein nach da unten. Wäre am besten. Wir müssen ja nicht immer denselben Pfad nehmen. Das wäre jetzt auch mal blöd, wenn wir denselben Pfad nehmen. Machen wir so ein bisschen reisemäßig. Warte mal. Nie beobachtet, wie das hier eigentlich aussieht, war. Beziehungsweise war ja immer dunstig und alles. Ich wusste gar nicht, dass das hier so tief abgeht danach. Oh. Okay. Interessant, interessant. Dann machen wir uns mal los. Wie gesagt, wir werden das jetzt da einfach mal ganz locker flockig. Das jetzt einfach da runterfahren. Dann gucken wir mal, was die Händler auch haben. Wir haben ja noch ein bisschen Geld dabei. Verkaufsmäßig haben wir jetzt nicht viel, soweit ich weiß. Das Restliche habe ich nochmal ins Motorrad gebracht. Ich glaube, 2, 3, 4 Sachen hatten wir noch nicht zu Ende gemacht. Was wir mal machen könnten, wenn wir eine Bank nochmal sehen oder sowas, könnten wir nochmal die Bank durchlooten. Guten Tag, Mademoiselle. Ah, ist schwer. Ich muss sagen, Zombies, also Zombie-Bombos hier, hast du gar keine Probleme bei uns. Also wir haben so viele.
Das ist schon amüsant. Und wenn wir in der Wüste sind, könnten wir eigentlich aber eh in die Wüste fahren zu dem. Wenn wir dort eine Möglichkeit finden, wegen Ölschiefer abbauen, sollten wir vielleicht nochmal machen. Einzige, was ich mir Gedanken mache, ist, nee, wobei, das zerstörte Biom ist da. Da fahren wir dann aber durch. Wir werden aber alles über die Straße fahren. Ich werde mich nicht irgendwie von den Straßen abbewegen. Also wir werden wirklich immer nur so das Straßennetz ein bisschen aufdrücken, damit wir so ein bisschen sehen, wo was ist. Ob da irgendwo noch ein Dorf ist, eine Stadt ist. Ich habe ja keine Ahnung. Ich kenne die Neverscan-Map ja auch in dem Sinne so nicht komplett. Und das wird das dann einfach mal alles nach und nach machen. Wie gesagt, das nächste, was wir dann auch setzen, ist, guck mal. Ist auch interessant. Bob's Café. Das ist ja mal interessant. Ja, also so werden dann irgendwie, wird das dann alles so ein bisschen laufen. Wenn wir das mal sehen. Das ist interessant wirklich so, wie sie die Karte aufgebaut haben. So der einsame Zombie da vor seinem Haus. Wahrscheinlich hat er noch seinen Rasenmäher in der Hand, weil er so gar kaum so, kaum irgendwelche Lebenden vorbeikommen, die ihn dann wegziehen oder irgendwelche Geräusche. Guck mal an. They were not alive. Oh, das ist auch ein schönes Gebäude hier. Das kenne ich aber noch. Da weiß ich, wie das läuft, das Spiel, wo die dann draußen so sitzen, wo du dann da draußen noch machen musst. Ach, guck mal einer an. Wir sollten jetzt hier aber eher den Weg nehmen. Wäre es, glaube ich, sinnvoller, ne, wenn wir den Weg nehmen. Wobei, das kennen wir ja schon. Ich würde noch mal ein Stück weiterfahren. Ich würde eher noch mal ein Stück weiterfahren. Ich will das Ganze ein bisschen noch sehen. Ich möchte die Karte so ein bisschen mal entdecken, damit du ungefähr weißt, bis dahin geht, bis dorthin geht. Da ist dies, da ist jenes. Guck mal, hier ist nämlich auch nochmal ein Weg, der dann abgeht. Da führt das auch nochmal irgendwo hin. Und da kommt ein Anruf hinein. Bin gleich wieder für euch da. So, weiter geht's. Uiuiui. Guck mal, da siehst du, dann siehst du das auch schon. Mann, heute. Ich habe echt einen Frosch im Hals. So. Jetzt ist es interessanter, das ist das Coole, weil du halt weiterfährst. Jetzt siehst du hier auch schon, wir kommen. Hier ist dann der Weg am verbrannten Biom entlang. Das ist auch nicht die Hauptstraße. Ich würde gerne an der Hauptstraße weiterfahren. Ich würde gerne sehen, weil da hinten muss ja auch eine Hauptstraße reingehen. Boah. Das hat ein Feeling. So ein verbranntes, komplettes Bauernhaus und Feld. Boah. Okay, da muss ich jetzt mal reingucken. Alles gut. So ein Kistchen am Straßenrand, da muss man einfach mal rein, Logi. Ey, ich finde das richtig cool dargestellt alles. Auch so, dass sie vom Setting das her jetzt so geändert haben, dass du halt wirklich im verbrannten Biom Haupt am meisten, sage ich mal, zu 75%, also sagen wir mal 60% so verbrannte Zombos findet. Guck mal hier, siehst du? Und schon haben wir ein kleines Dörfchen gefunden. Ist ja lol. Wow, warte mal, was ist das jetzt hier? Ich glaube, wir müssten jetzt aber auch in diese Richtung entlang. Wir müssen uns langsam trotzdem tendenziell in die Richtung orientieren, nach der Straße. Ja, genau, hier ist die Straße. Warte mal, hier war ein Geier gerade? Oh, hi. Obwohl es ja ein verbranntes Gebiet ist. Warum macht denn das macht ein Geier hier? Boah. Hätte doch so eine Straße da, hätte ich auch Bock gefahren. Schönen guten Tag, der Herr. Na, hier ist ein Unfall gewesen. Hat er wahrscheinlich Kontrolle gemacht, wurde gebissen und jetzt ist er so. Oh, es gibt ja jetzt. Das plane ich ja jetzt schon als danach, für nach das hier. Aber ich glaube, im Oktober kommt es raus. Da gibt es ja jetzt das neue Walking Dead. Ich habe ja schon gehört, dass die Grafik dort, naja, darüber lässt sich streiten ist. Ach du Heilige, wir sind jetzt im Ödland. Ach du Jimini. Jetzt wird hier ein bisschen mehr mit aufpassen. Aber wie gesagt, da kommt der Walking Dead, ich glaube Destiny oder so heißt das. Ich glaube, die ersten 4 oder 6 Staffeln hast du da. Da hast du dann deine eigenen Entscheidungen, die du treffen kannst. Bestes Beispiel ist Entscheidung, ob Rick oder Shane zum Bleistift leben soll. Finde ich ganz amüsant, finde ich ganz interessant. Oh.
Das hier ist übrigens eine der Loading Screens, ne? Das Bild hier. Da stehen die da vorne, haben so irgendwie so einen Blick ein bisschen da drauf oder von der Seite. von dort oder von dort? Ich glaube von hier so ein bisschen, aber gespiegelt. Da stehen dann die dort, die Zombs, davor, zwei Zombos und dann stehen sie halt davor dran. Ne? genau. Und es soll, kommt dann nachher auf diesen Slot hier drauf. Also ich habe schon gehört, dass das mit der Grafik so ein bisschen ist. Boom. Okay. Ja, ist gut. Den kannst du nicht umfahren. Tschüss. Alles gut. Bleib da. Aua. What the hell? Wow. What the hell ist denn das? Der Higashi Tower. Boah, den war ich noch nie drin gewesen. Wir haben den Dishong Tower mal gemacht in einem unserer LPs, aber noch nie den Higashi Tower. Okay. Verdammte Mist. Mist. Jetzt habe ich mein verdammtes... Ich habe mein Dings da versammelt. Ich muss den leider mitnehmen. Lull. Boah, das sieht auch voll geil aus, das Gebäude, so ein bisschen. Das hat für mich so ein bisschen Fallout-Feeling. Wo ist denn der Tübel jetzt eigentlich? Ich höre den, aber ich sehe den nicht. Sieht ja richtig nice aus, das Gebäude. So, warte mal, den kriege ich jetzt aber nicht weg, ne? Mist, dann müsste ich mir erste Hilfe. Ja, komm, pass auf, das machen wir jetzt mal, dass das weggeht. Die sind jetzt nicht mehr ganz so lang. Sitzt der jetzt hier drunter oder wo sitzt der Vogel jetzt? Das ist jetzt gerade die Frage. Ich sehe den nämlich nicht. Weil wir müssten unser Fahrzeug einmal herausholen. Ah, da drunter. Dann schieß ich den Hintern. So. So. Pass mal auf. Ich muss da rein. Den leeren. Und tschüss. Ah, guck mal, eine Schlange gibt's auch noch. Puh. Das war jetzt wieder mal, weil ich nicht, ich bin zu... Yeah. Warum haben die jetzt so viele Löcher hier in der Straße? Verdammte Axt. Ich bin gar nicht mehr daran gewöhnt, dass die überall Löcher reinballern. Nein. Okay, ich hasse das Biom. Das ist so, es ist zwar cool gemacht, von der Zerstörung und alles her, alles ganz cool. Und das ist halt das höchste und schwierigste Gebiet. Aber ich mag es halt nicht, weil ich das einfach... Boah, das ist nicht so mein Feeling. Also so insgesamt, ich fühle mich ja so schon in letzter Zeit nicht bombastisch. So richtig. Nee, das Gebäude war das. Stimmt. Das hier ist es. Da stehen, genau da, wo der Hund jetzt steht. Hier so und dann stehen die hier so. Und das ist es. Das ist der Loading Screen. Also das erste, was ich gesagt habe, war Bullshit. Aha, hier müsste das so sein. Ich glaube, das ist das. Müsst ihr mal gucken. Eins von den beiden war das auf jeden Fall. Wir sind durch. Schönen guten Tag, Dion. Wie geht's Ihnen? Da ist viel schiefer, ne? Nee, Ölschiefer machen wir jetzt noch nicht. Ich weiß, wir müssten Ölschiefer machen, aber shit happens jetzt. Lass uns erstmal die Händler machen. Wir können ja da nochmal Benzin kaufen. Das ist jetzt nicht das Problem. Weil ich jetzt auch nicht gerade so die Lust habe anzuhalten. Ganz ehrlich.
Ja, wie gesagt, Destiny. Also ich weiß, das ist keine tolle Grafik und so, aber ich bin halt ein sehr großer Walking Dead Fan eigentlich. Also allgemein, alles was mit Zombie-Bombers zu tun hat, ja, das wisst ihr ja. Und es soll nach 7 Days, möchte ich das gerne mit euch dann let's playen. Will euch da mal reingehen, will mal gucken von den Entscheidungen her, wie würde ich mich entscheiden, pipapo und so weiter. Das kennt ihr ja. Oh, hallöchen, die Herren. So, hier ist keiner weiter, sehr schön. So, pass mal auf, wir machen jetzt erstmal das hier. Jetzt sind wir leer, was an Sprit angeht. Dann kannst du mir den bitte reinpacken, 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 reinpacken. Den da runterpacken, den kannst du den Rest behalten. Und Spiegelei kannst du auch erstmal reinpacken. Genau, sehr schön. Essen ist noch ein bisschen das da. Hatte ich hier eigentlich durchgelootet? Ich glaube schon, ne? Looten habe ich eigentlich immer da. Eigentlich schneller oder langsamer. So. Guten Tag, der Herr. Haben Sie denn irgendwas im Angebot? Hi. Wow. Ganz cool. Der Einblick drauf. So, das ist deins, das ist deins, das ist deins. Und dann möchte ich mit dir mal gucken. Oh, der hat schon Solarzelle. Was ist nur ein Lesestoff? Elektrische Handwerksfähigkeit nehme ich mit. Vehicle Adventures, wobei das macht das Sammeln, weil wir haben jetzt ja nur noch den Hubschraub-Schraub und das war's dann. Den Drohne bauen wir ja nicht, also da bin ich ganz ehrlich, Drohne bauen wir nicht. Wenn ziehen kann, ist das, würde mich das kosten, 6200. Nehmen wir mit. So, hast du noch irgendwas anderes, was interessant ist? Brauche ich den jetzt? Ne, eigentlich soweit nicht. Was ist hier noch so drin? Nichts Interessantes. Ein Rekord habe ich ihn ja verkauft. Mods hast du die gedämmte, die Vierer. Da hast du eine Stahlaxt, eine Stahlspitzhacke, die wir letztens ja nicht gekriegt haben, weil ich so schlau war und vergessen habe, meine Brille aufzusetzen. Geschossspitzen ETC, das ist jetzt auch nichts Besonderes. Wissenschaft, genau, Wissenschaft. Ja, guck mal, der hat Minimotorrad. Na, wunderbar. Brauchen wir aber eigentlich auch nicht so. So, hier hast du eine Laterne, eine Klingfalle. Ist immer gut. Klingfalle nehmen wir mit. Die können wir immer noch nicht selber bauen, da brauchen wir von noch einige. Die würde ich gerne auch nochmal alle nehmen. Ja, machen wir auch. Und dann würde ich sagen... Was? Gratitude and safe travels, friend. Ja, ebenso, ebenso. So. Und dann fahren wir jetzt zum nächsten Händler. Gucken wir mal, was der da noch so anzubieten hat. So. Irgendwo soll doch ein Hündchen sein, wa? Ich hab gerade noch ein Hündchen gehört. Mag die Musik irgendwie. Und als nächstes, wir haben Händler Bob, dann fahren wir Händler Jen, die übrigens das einzig grüne Fleckchen hier hat im ganzen verbrannten Biom. Finde ich auch halt interessant. Wir fahren dann zu ihr und von ihr fahren wir zu Joel und von Joel fahren wir zurück, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, wir haben noch einen Händler Rekt. Ne, Händler Rekt haben wir nicht. Ich dachte, wir haben Händler Rekt gefunden. Okay, nö, der ist, glaube ich, der nächste. Ich habe da oben noch zwei Luftabwürfe. Vielleicht können wir noch den Luftabwurf da hinten machen, weil der sieht eigentlich ganz passabel aus. Fahren wir da raus und können wir dann noch machen. Das ist ja da hinten bei Händler U. Ja, dann würde ich sagen, als nächstes ist Händler Jen dran. Da fahren wir jetzt hin. Lapp mal auf. Guck mal rein. Oh, ich habe vergessen, meine Diamanten zu verkaufen. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Wir fahren jetzt die beiden dann noch ab und dann haben wir eigentlich, dann machen wir noch den Luftabwurf und dann haben wir einfach mal wieder mal eine entspannte Händlerrunde einfach hinter uns. Und konnten dann auch nochmal wieder den Klingen fallen, weil wir müssen uns jetzt ja doch wieder in zwei Tagen ist Horde Nacht mit der Horde beschäftigen. Ich bin ja noch weiter hier am Vorbereiten, dass ich Zement halt eingieße, die Zementmischung und ich muss gucken, dass ich dann nochmal ein bisschen Erde besorge für die Dingsteine, Holz noch mal ein bisschen ranhole, damit ich dann sozusagen aufbaue für die Hordefalle von der anderen Seite.
Dort müssen wir dann auf jeden Fall alles halt zubauen mit den Fallen. Wir bräuchten am besten nochmal einen Motor. Hier nicht einen Motor, sondern einen Generator. Dann brauchen wir nochmal Motoren. Um damit dann Leute, guck mal, das sind die, die wir vor kurzem getötet haben, ne? Boah, hier müssen wir mal wieder ein bisschen was anderes machen. Also kommen wir dem mal wieder ein bisschen auseinander, indem wir den mal ein bisschen wieder verprügeln mit dem Stab. Weil ja, die stehen so ein bisschen drauf, deswegen dauert es auch eine Weile. Der Weg sieht auch witzig aus. Guck mal, das ist aber nur so ein Weg hier rein. Gut, dann könntest du, glaube ich, hier so runterjumpen. Bam, und dann bist du hier drin. Aber wir können auch einfach den Weg dann hier nehmen. Und von hier den Weg nach da drüben dann nehmen. Genau, das werden wir dann auch fahren so. So, Tür zu. Hallöchen, einen wunderschönen wünsche ich. Wie geht's? Wie steht's? Alles locker flockig. Das Problem ist, wir müssen halt jetzt noch erstmal darüber gehen, dass wir die Sachen kaufen. Weil wir es noch nicht besitzen. Hallöchen! What can I get you? Naja, du hast bestimmt ein paar interessante Sachen, oder? Lass mal erstmal gucken, was du an. Wo hast du das bei dir? Da, Laserstoff. Was hast du denn da so da? Fecht in der Stadt leider nichts. Das alles. Nee, das bringt mir jetzt alles eher weniger. Guck mal, ich habe aber hier nochmal 600 für dich. Ach, dass der mal das tauschen muss. Das ärgert mich ein bisschen. Hast du denn irgendwas Mod-mäßiges? Nö. Rüstung ist jetzt auch, glaube ich, eher uninteressant. Waffenbeschleunigung. Guck mal, hier hat hier noch ein taktisches Vierer. Ein MP5. Boah, die mochte ich ja auch mal. Ist wie so, ja? Bei euch ist gerade so Chili-Hotdog drin, wa? Würde mich das ganze Holzablager kosten. Nee, nee, nee. Aber Stahl? Oh, nee, das ist mir zu teuer. Das ist mir echt zu teuer. Wie sieht es dann wissenschaftsmäßig aus? Hast du... Ja. Oh, warte mal, einen Generator kann ich noch selber bauen, oder? Hey, come again. Generator. Ja, nee, bauen wir selber. So, dann haben wir nochmal Klingenfallen. Was ganz gut ist. Dann haben wir nämlich schon drei Klingenfallen. Die können wir nämlich auf der Seite setzen. Wir müssten aber insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Klingenfallen wären am besten. Acht Klingenfallen wären am besten. Ist aber keiner reingekommen, ne? Okay, gut. So, dann brauchen wir jetzt Joel. Händler Joel. Da fahren wir jetzt als nächstes hin. Oh, warte mal. Das sieht ja cool aus. Der Blick so ein bisschen. Ja. Hey, noch ein Stück. Noch ein Stück wieder so. So. Das ist fürs Thumbnail. Muss man ja auch mal machen. So, wir fahren jetzt hier durch bis zur nächsten Stadt rein. Und in der Stadt müssen wir dann nach links ab und dann den Weg erstmal folgen. Ich glaube, da kommen wir schon fast bis zum Händler Joel an. Und wenn wir dann bei Händler Joel waren, danach fahren wir nach oben zu unserem Händler, gucken da mal wegen auch einer Vierer. Ich weiß noch nicht, ob ich dann nicht so was dazwischen mache oder ob ich dann ein bisschen was an der Hordefalle vorbereite für uns. Weil da ist jetzt auch noch einiges zu tun. Das wird uns auch nochmal ein, zwei Level ab dann bringen. Ich habe übrigens gesehen, wir können jetzt schon hier diese Nagelpistole machen. Das Problem bei der Nagelpistole ist, dass die 64 von dem Gespräch von diesem guten Stahl kostet. Warte mal, hier mussten wir links lang. Ist die 64 von unserem geschmiedeten Stahl kostet. Also wie gesagt, was ich auf jeden Fall dann mit euch, das möchte ich mit euch dann angehen. Ich würde mit euch gerne dann bis bei der Walking Dead mal spielen. Da könnt ihr mal gucken, wie ich mich entscheide. Also ich würde das wirklich so spielen, wie ich mich entscheiden würde. Ich zum Beispiel fand ja, Shane war ein interessanter Charakter, aber ich war immer eher so auf Riggs-Ebene gewesen. Also muss ich ehrlich sagen, Shane hat ja an sich bestimmte Punkte schon sehr gut überdacht. Komm, wir fahren den hier. Shane hat ein paar Punkte sehr interessant überdacht, manche Situationen waren dann schon sinnvoller. Aber zum Beispiel bei, weiß ich nicht,
Falls ihr jetzt, könnte sein, wenn ihr spult es lieber jetzt gerade, sind ein paar Spoiler, falls ihr es noch gar nicht gesehen habt und sehen wollt, aber ist ja eigentlich auch recht früh, war in der Staffel 2 war das ja gewesen, da gab es ja diesen einen Randall sozusagen, den sie da die wurden ja angegriffen da von einer anderen Gruppierung so ein bisschen. Hast ja unterschiedlichste Arten davon der Gruppierung, die waren auch verhalten unterschiedlich und der Randall war halt auch erst gegen sie, ist dann runtergefallen von einem Gebäude, hat sich das Bein gestochen auf so ein an so einem Zaun. Für mich klare Situation, ich hätte ihn gar nicht mitgenommen. Der hat auf mich geballert, egal wie jung oder sowas der ist. Er hat die Entscheidung getroffen, um mich anzugreifen, unbegründet, einfach. Und den hätte ich dann einfach da gelassen. Also beziehungsweise ich hätte ihn erlöst und wäre weitergegangen. Das hätte ich jetzt zum Beispiel gar nicht mitgemacht, wie Rick es dann gemacht hat, denen dann doch zu helfen. Und dadurch hat der ganze Schaden dann wieder danach noch entstanden. Andere Sache ist natürlich, dass der Shane sowieso da schon psychisch schon ein bisschen geknackst hatte, weil er da was für sich beanspruchen wollte, was ihm ja in dem Sinne noch gar nicht gehört, ist auch falsch. Sie war die Frau von Rick und da hatte sie sich entschieden, mit ihm wieder zusammen zu bleiben, nicht mit dem. Und genau, so sieht's aus. Du siehst es genauso, finde ich gut. Und deswegen bin ich der Meinung, hat er sich da auch wieder zu viel eingebildet einfach. Sie muss mich lieben, es geht nicht anders und bla bla bla. Da muss man dann auch dann sagen, okay, wenn du das jetzt alles so siehst, dann hast du nur noch eine Möglichkeit. Er versucht da was zu machen, er versucht mich da fertig zu machen, dann würde ich den einfach nur und tschüss. Auch wenn es der beste Freund ja dann ist, ja, das ist eine Sache, die doof ist. Wir reden aber, wie gesagt, das haben wir nicht vergessen dürfen, das ist jetzt alles nur wie, wo, was könnte sein und so, ne, aber du weißt nicht, wie es in der Situation dann an sich ist. Wir gehen jetzt nur von, wie sagt man so schön, das ist immer so dieses Couch-Potato, alle sind ja Nationaltrainer und alle haben auch immer Fußballverständnis, so die Typen sind das. Du kannst ja halt nur werten, was du von bequem von deiner Couch da siehst. Erstens, du steckst ja nicht in der Situation, du hast nicht den ganzen Adrenalinschub. Bitte, das ist ja alles damit drin, ne, das darf man immer nicht vergessen. Aber, warte mal. Könnten wir es jetzt auch anders machen, weil ich jetzt eh erstmal die Richtung fahre. Ja, gut. Doch. Und, aber sind so, also jetzt nüchtern nur von der Theorie her, würde ich das so machen, dass ich den hätte schon vorher irgendwie geopfert hätte. Genauso wie er hat es ja dann nachher seiner Frau gesteckt. Ja, ich habe ihn getötet. Ich sage, nö. Warum muss doch keiner wissen in dem Moment? Also ich könnte damit leben, dass keiner weiß, dass er im Endeffekt von mir getötet wurde und er starb. Weil das ist ja wieder ein Stressfaktor, den du in der Gruppe aussetzt, den du eigentlich nicht brauchst. Das würde ich halt so cool finden, wenn du in so einem Zombie-Spiel einfach noch hast, dieser Stressfaktor untereinander, weil das ist ja auch immer eine ganz interessante Sache, wie Menschen sich verhalten. Klar, das sind trotzdem KI-gesteuerte Spieler hier alle sind ja nicht real. Aber das wäre halt so richtig interessant. Ich finde sowas einfach nur wirklich witzig. Ich finde es dann schade, dass man so Potenziale natürlich hinausschmeißt, wie, ist jetzt Zombie sterben oder was? Man hat ja jetzt so ein Walking Dead Ding genommen, wo die, wie heißt das hier, wie Among Us sowas ist, ne? Finde ich zum Beispiel verschwendetes Potenzial. Warum muss man denn immer auf eine Welle aufschwingen? Ja, klar. Hier geht's einfach nur ums Geld. Aber ich finde das zum Beispiel, das ist eine total blödsinnige Idee, da das Geld hineinzusetzen. Ich bin halt so ein Combo-Liebhaber, deswegen finde ich das Blödsinn. Weil da geht es ja auf jeden Fall darum, dass irgendjemand dich tötet. Warum muss es dann immer sein, dass dann einer den anderen tötet? Kann man nicht da versuchen, mal in der Gruppe zusammenzuspielen? Warum muss immer alles aufs Töten untereinander dann hinausfallen? Und dann haben sie es halt ja so jetzt geschrieben, ist ja auch okay. Aber ich finde, da hätten sie viel besser wirklich ein eigenständiges Walking Dead-Spiel machen können. So wie jetzt hier ähnlich wie Seven Days. Ich würde es auch halt richtig mal feiern. Wenn du wirklich so ein bisschen das angepasst machst, nicht so viele Blöcke erstellen kannst, aber zum Beispiel Türen bauen oder Palisaden dann aufbauen, wenn du das und das und das hast. Dann kannst du so Schablonen dann irgendwann finden und kannst es dann aufbauen, brauch aber Zeit oder du brauchst dann Materialien, Leute, Fahrzeuge, etc. pp. Einfach so, dass du dann sowas wie Alexandria aufbauen kannst oder sowas, ja. Aber dass du dann halt auch gucken musst und dass du dann guckst, was Stabilität, etc., so ein bisschen Physik mit hinein, nicht viel, aber so ein bisschen. Und dass du dir dann da einfach eine Gemeinde dann aufbaust. Oder das auch als Strategiespiel finde ich das bestimmt auch interessant. Oder so, du hast deinen Charakter und musst dann deine Dings da auch verwalten. Und dann ist es so Strategie gemischt mit, dass du einen Charakter mit Survival-Elementen spielst. Das wird bestimmt auch
auch was Interessantes. Oh, habe ich schon gelootet. Verdammt. So, na, den müssen wir noch ein Stück fahren. Albuquerque? Albuquerque, Santa Fe, Alamogordo und Roseville don't go. Okay, Roseville ist down. War ja wieder klar. So. Also wie gesagt, da finde ich, da ist so viel Potenzial in diesem Genre, wo du auch noch Spiele reinbringen kannst. Aber dann müssen sie langsam auch mal so ein bisschen davon weggehen. Guck mal, da kommen wir, glaube ich, auch hoch. Ne? Von diesem, dass man immer dann bei dem bleibt, wie es halt ist. Okay, hier geht es nicht anders, als dass wir da hochjumpen müssen. Naja. Na klar, das ist ein Bier. Habt ihr gesehen, der hat gerade sein Geschäft erledigt. Ich hab dir mein Bein abgebubbelt. Irgendwie war das jetzt so, irgendwie ist es so, nein, 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 das war jetzt irgendwie, ach du Heilige, ich hab den sein Bein abgefahren. Aber das ist ein Böser. So, wir müssen jetzt mal schnell dahin. Das ist krass, hier haben sie voll die Kratergegend rausgemacht, so. Naja, aber wir holen uns noch unseren Luthor. Siehst du, da haben wir nochmal ein bisschen was gemacht, dann fahren wir gleich zu unserem Händler. Da ist jetzt eigentlich nicht mehr viel bei unserem Händler, ne? Oh. Ich weiß noch nicht, was für ein Hump ich nehme. Der ist gut. So, was haben wir hier? Nahkampfmods. Metallkartenmod. Ergonomischer Temperierte, das ist gut. Hast du nochmal Big Hitters? Holzknüppel 5. Handyland und Forge Ahead. Ah, Forge Ahead. Noch 12, meine Freunde. Noch 12. Und den kannst du erstmal wieder umsetzen. Sag mal, der hatte ich jetzt aber das Ding drin gehabt, ne? Verändern. Du kannst nur den haben wir ja schon. Das passt dann auch alles. Okay. Hatte ich hier schon so ein Ding drin? Ja, hatte ich schon. Ne? Hatte ich noch kein Teil drin gehabt. Da hatte ich ihn schon drin. Könnte man ja den da auch nochmal reinsetzen. Guck mal hier, Wump. Warum? So, dann haben wir einen von den Loot-Dingern auch nochmal gesammelt. Wir könnten jetzt eigentlich auch sagen, wir können noch den anderen sammeln. Boah! Meine Güte, ich dachte, jetzt kommt der Bär! Du Sau! Ja, du solltest doch vielleicht nicht gerade hier weiter herumstehen. Geh doch einfach nach unten, hol dir schon mal dein Moped. Habt ihr hier... Was macht denn der da? Ich dachte gerade, habt ihr gesehen, der wurde abgeschmissen gerade. Bei ihr lassen. Warte mal, damit die Dinger ja auch mal wegkommen. So. Ich glaube, hier dürfen wir auch nicht weiter, ne? Das ist das Kartenende. Ja, das nehmen wir mal mit. Ich glaube, das ist dann Kartenende hier. Ja, guck mal, hier kommst du nicht weiter. Ich glaube, das ist wirklich so das Kartenende. Area close. Road close, caution. Ja, ja, ja. Wolltest du mir auch noch eine rinballern, ja? Kannst du aber knicken, Mister. Oh, guck mal, wir haben fast wieder Level up. Was haben wir hier noch Feines? Oh yeah, das ist gut. Das kannst du auch machen. So. Ah, Loot am Ende der Welt hier. Also am Ende der Karte. So. Ich überlege gerade, ob wir noch... das ist jetzt der Loot-Abwurf 1. Den kannst du jetzt mal löschen. Wollen wir den Loot-Abwurf 2 noch machen? Dann da gehen, wenn wir von hier hinten den Weg entlang fahren. Ich glaube, bei Händler Hugh brauchen wir ja nicht hin. Händler Hugh brauchen wir ja nicht hin. Da waren wir ja schon gewesen. Da ist ja erst wieder am Tag 28. Ja, genau, Tag 28 hat er da nochmal. Nur dann machen wir das. Dann machen wir nochmal einen Loot-Abwurf und dann haben wir wirklich alles einmal gemacht. Na doch, wir gehen noch zu Händler Hugh wegen einer Quest. Wo ist denn das Sinnvolle, wo wir ranfahren?
von hier und dann könnten wir hier herunter zu Händler Hugh fahren. Genau. Dann haben wir nämlich heute mal wirklich so eine kleine Besorgungsrunde gemacht. Einfach Sachen besorgt, die Lootkisten mal jetzt alle auch dann besorgt. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass es eingezeichnet ist. Regulär ist ja so, wenn du ungefähr siehst, wo der hin ist, dann trägst du es ja ungefähr auf der Karte dann ein und dann machst du das. Aber mich nervt es dann, weil sie häufig auch, wenn du irgendeiner Mission bist. Und das ist dann auch wieder so ein bisschen... Ich habe gemerkt, du kannst den Sound halt auch so übel überlasten, dass der zeitenweise dann nicht richtig den Sound wiedergibt. So, wenn man hier neu lenken muss oder sowas. War heute mal einfach mal eher so eine wir quaggeln miteinander Runde und wir fahren alles ganz gechillt ab Runde, so finde ich. Also ja, kann man ja auch mal machen. Ne? Also muss ja nicht immer alles so fest durchziehen. Ne? Das ist ja auch nicht immer so wichtig. Na guck mal, hier ist in der Nähe, wo wir schon mal waren. Hier waren wir ja schon mal. Hier haben wir schon mal unsere Missionchen gemacht. Wo auf einmal zigtausend Holzfäller kamen. Ja, ja, ja. Und hier kommen wir dann, glaube ich, das ist die Stelle, wo wir runterkommen? Ne, die nächste Stelle wäre es. Hier kommen wir dann runter. Auch mal da, ist geladen, geladen, geladen. So, warte mal. Wir gucken, dass wir schnell das Ding einfach looten und dann, dass wir hier von hier verschwinden. Das wäre am sinnvollsten. Wir müssen halt immer nur gucken, insbesondere wenn es über Hügeln geht, dass du hast ja dahinter dann meistens dann auch noch irgendwelche Bärskis oder sowas, dann ist das auch schon eine ganz üble Kiste. So! Nochmal das Büchlein, das ist immer ganz gut. Nochmal Bücher allgemein. Wäre nochmal gut, wenn wir da, am besten wenn wir mehr neuen Bücher für Forge Ahead, damit wir wirklich bald dann auch in die große Produktion hineingehen können. So. Was haben wir dann? Das Lederrüstungspaket. Armored Up. Sehr schön. Hier haben wir dann nochmal das. Fresh Planet. Robotikdrohne gleich fertig. Tactical und den da. Sehr schön. Taktische Stromgewehr, Stromgewehr, taktische Sturmgewehr Qualität 5 freigeschaltet und das M60. Ja! Yeah! Darauf ziehen wir jetzt als nächstes ab, dass wir das M60 bauen. Also M60 ist unser nächstes großes Ding, was wir haben wollen. Das machen wir als nächstes. Ich fand, das ist eigentlich mal, ich mag diese Runden, wo wir wirklich einfach mal nur fahren. Guck mal, da ist noch unser schönes Bauwerk, das bauen wir auch noch weiter. Wenn wir die nächsten Folgen müssen wir da ransetzen. Wir werden es dann, glaube ich, so machen, mit der Kombination so ein bisschen aufbauen, dann gehen wir eine Mission fahren, machen die Mission zu Ende und dann danach die Folge machen wir dann das zu Ende bauen so ein bisschen. Dass wir so gemischt dann haben. Also sprich, weil es wird schon heftig. Wir müssten eigentlich heute dann oder morgen eher dann anfangen zu bauen. Jetzt wirklich die Überlegung, wie ich das jetzt am besten mache. Baue ich dann schon? Ja. Das ist jetzt die große Überlegung. Gut, wir gehen jetzt erstmal hier rein, verkaufen unseren Kladderadatsch, was wir noch alles haben. Ich glaube, du hattest jetzt auch nicht mehr viel gehabt und den Rest können wir jetzt dann mal überlegen, wie wir es dann machen. Guck mal, das kannst du hier noch mit reinpacken. Das behalten wir hier alles. Das ist immer ein Suit. Das behältst du auch, behältst du auch, behältst du auch. Den trägst du mal. So. Und rein hier. Ach, la, 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 la. Was für ein Tag. Meine Güte. Wo gut rumgefahren sind wir. What's your story? Ach du, da ist eine ganze Menge. Hier haben wir noch ein paar Kleinigkeiten heute einfach nur. Da ist nichts Besonderes. Das kriegst du jetzt alles. Das haben wir fertig. Und ich glaube, du hattest ja jetzt nichts Besonderes gehabt. Ne? Du konntest mir jetzt nicht viel geben, was ich gerne wollen würde. Wissenschaft, war das nur ein Lautsprecher, eine Laterne, ein Spielautomat, ein Scheinwerfer, ein Schalter. Genau, du hattest jetzt nichts Besonderes gehabt für mich. Leider nicht, leider nicht. Aber hast du eine Aufgabe für mich? Abholen und säubern im Westen. Sandmoos, nee, Kathedrale nicht nochmal. Südwest, Shotgun Messiah Ranch ist direkt vor der Nase. Oder im Süden, Judy Witch. Weißt du was? Wir machen mal das Shotgun Messiah Ranch. Das ist das nächste Ding, was wir machen. Das da ist auch nochmal übel. Das Gebäude kenne ich anteilig. Da werden wir auch nochmal gut durcharbeiten müssen, aber da weiß ich nicht, ob wir das heute machen. Ich glaube, wir wären in der nächsten Folge.
In der nächsten Folge, glaube ich, werden wir dann. Ich überlege jetzt. Oder ich mache das so, wir gehen in der nächsten Folge an. Ich baue jetzt dann da weiter. Ich hole alles, was ich an Material nochmal habe, raus. Baue jetzt dann bis zur nächsten Folge an der Falle noch so ein bisschen. Dann hole ich euch dazu. Und dann machen wir Tag 27, machen wir dann unsere Missionchen da hinten. Genau, so machen wir das. Ich werde ein bisschen an der Falle bauen. Da kann ich auch nochmal Munition nachlegen. Kann auch die ganze Munition, die schon produziert ist, reinholen. Und alles andere kann man ja dann nochmal sehen. Genau, so werden wir das machen. Dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommi so mal was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann zeige ich euch ein bisschen, was ich gebaut habe. Wie es aussieht. Bla 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 blub blub blub. Und dann werden wir auf jeden Fall da reingehen. Ist ja nicht so weit. Und gucken wir mal, wie gut wir da durchkommen. Denkt dran, es ist immer noch ein 4,5er Gebäude jetzt mittlerweile. Ne? Und wir haben auch, ich habe gesehen, guck mal, was wir haben. Wir haben Spielstadion von 181, weil wir schon 1505 Kills haben und noch nicht einmal gestorben sind bisher. Und ich habe aber das Gefühl, dass du das Leveln viel, viel schneller geht als früher. Also ich bin der Meinung, was ich finden würde, wäre, wenn man das anpassen würde, weniger Experience dafür, dass du Sachen herstellst oder aufwertest. Das müsste man vielleicht mal anpassen. Das wäre halt auch nochmal eine ganz interessante Geschichte. Oder man spielt halt allgemein, dass du weniger XP bekommst. Ich finde es cooler, wenn du es halt einstellen könntest. Zombie-Kills kriegst du so und so XP und aufwerten kriegst du aber nur so und so viele XP. Nur 50% von dem oder sowas. Das wäre halt noch cooler. Aber ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt und alles erdenklich. Gute bis dahin. Tschüss.